Habe ich 200 reingemacht, 22 am Salz und 700 Milliliter. Das war so schnell, ich habe kaum was mitbekommen. Bernd hat Brötchen oder ist dabei, Brötchen zu backen. Der Teig geht gerade, ne? 1 Kilo 550er Mehl, 200 Gramm 1050er Mehl, also ein Würfel Backhefe oder zwei Tüten Trockenhefe. Dann müssen wir die Backhefe genommen. Die frische Urhefe. 700, die Urhefe vom Urgroßvater Mutter. Ohne Schimmel. 700 Milliliter Wasser. Ja. Und Back. Da waren aber viele Brötchen jetzt, ne? 1,5 Kilo oder so. 1 Kilo. Dann gibt es 3 Tage Brötchen. Ja, egal, wir essen ja heute eh nur Reste. Ja, heute ist Sonntag, genau. Und vielleicht können wir auch einen Teil lassen. Da kannst du auch, sollst du auch gut Pizza mitmachen. Können wir dann nochmal Pizza machen. Nochmal, ja, Pizza geht immer. Und wir haben was gemacht. Deswegen kriegt er immer Barf in diesen Dosen, habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, der Frühstück gerade. Und das holen wir dann abends immer raus und tauen das auf für den nächsten Tag. Und es ist schon total oft passiert, dass wir vergessen haben, das aufzutauen. So, oh, und dann war es halt gefroren morgens, haben wir es mit heißem Wasser aufgetaut oder halt angetaut und ihm gegeben. Und jetzt gestern haben wir 2 aufgetaut, 2 Dosen. Also ja, immer für eine Überraschung gut. Ich Murphy hofft jetzt, dass er die doppelte Portion heute bekommt. Ja, und die Maus ist gerade eingeschlafen beim zweiten Frühstück. Genau. Und was machen wir heute? Plan des Tages? Passt zu unten an. Wir haben bald ganz viele Biegen. Warte, ich drehe um und zeig das da. So, ist Bernds Traum, so zu schlafen. Ja, genau, auf der Ritze. Ja, Plan des Tages? Chillen, ne? Ausruhen. Smurfy, runter, wie ihn das so gar nicht interessiert. Gehst du runter? Kein Wasser mehr heute. Ja, ja auch. Die war sauber, ne? Die Spülmaschine ist sauber, genau. Bei uns gibt es jetzt Käffchen. Passend zum Video heute, heute kommt ja das Auswandern in Ungarn Haus-Update-Video. Trinken wir aus unseren ungarischen Tassen. Wie lange? Schön, wenn wir jetzt die Bilder schon hätten von den Fenstern abwenden, ja. Ne? Ja. Kommen ja die Woche. Wie lange wir gesucht haben in dem Geschäft, was Mama heißt auf Ungarisch. Wer wusste, dass es Anja ist? Habe ich dir sofort gesagt, dass es nicht die Anja ist aus dem Dorf. Ich bin die Super Anja. Und du bist der? Das war die ganze Zeit Wasser von gestern, ne? Ja, du musst die Lefzen waschen. Es braucht frisches Wasser. Jetzt kannst du es wieder auswaschen. Wieder tauschen, das Wasser. Herrchen. Ja, frisches Wasser schmeckt besser. Ist doch klar. Ja, so wie sein du Wasser magst auch nicht den Kaffee auch. Von gestern. Außerdem kann er jetzt schön den Boden voll tropfen. Kann die Mama wieder wischen. Ist Murphy, bist du jetzt zufrieden? Fein. Fein bist du, ne? Hast du dich selber so zugedeckt? Ja, ich bin schwarz. Ja? Oh, du bist so fein. Süß. Ach so, wo ist denn der Staubsaugerroboter? Der ist gerade ausgegangen. Da ist er. Wieso ist denn der auf? Ausgegangen ist er wegen Smurfys Spielzeug. So, okay. Dann können wir den ja wieder anmachen. So, Bernd macht die Brötchen weiter und ich wollte hier gerade eine Maschine ansetzen, schwarze Wäsche. Und immer wenn die Dinger hier leer sind, die vom Weichspüler oder Waschpulver, wasche ich die aus. Denn, wisst ihr, wer das gerne schrömmelt? Der Smurfy. Der spielt damit. Die fliegen dann so über den Boden, die Flaschen. Und das liebt er total. Dann zerkaut er die. Genau, man muss die halt nur richtig, richtig auswaschen. Ja. So. Okay, dann etwas Weichspüler. Nehmen wir jetzt mal den. Ich weiß, da ist voll viel Schrott drin in Weichspüler, aber ich komme da nicht von weg. Ich mag einfach diesen Duft. Ich weiß, es gibt veganen Weichspüler und sowas, ich weiß, aber ich habe halt meine Sorten und die liebe ich einfach. Das ist hauptsächlich dieser Soft Lan, das ist so mein absoluter Lieblingsweichspüler. Der blaue Lenor April frisch, dann diesen, der riecht auch sehr gut. Ich will hier keine Werbung machen, ne? Fangt damit bloß nicht an, wenn ihr ohne Weichspüler seid. Und den mag ich auch, ja. So, Start.
Ich mache das jetzt ohne Trockner, erstmal nur 60 Grad, denn da sind Jeans mit drin, die hole ich dann raus, wenn die fertig ist, die Waschmaschine. Und dann starte ich den Trockner nochmal neu, also ohne die Jeans, denn Jeans laufen ja ein. Und das ist nicht so gut für meine Figur, wenn die eingelaufen sind. Und die Maus, du erzählst deinem Ladybird was? Ja? Hi! Bleibst du heute im Schlafanzug, du Sonnenschein? Mal gucken, was der Papa macht. Papa ist fleißig am Kneten. Unsere 400 Brötchen. Hm? 24, sagt das Buch. 24 Brötchen werden das? Ja. Cool. Und der Bernd hat jetzt, hast du schon bestellt, ne? Skalpellset? Ja. Weil ich hatte ja auch schon öfter euch erzählt, dass man die am besten anritzen kann mit einem Skalpell. Und bei Amazon konnte man ein ganzes Skalpell-Set bestellen. Und mit 72 Klingen. Genau. Oder 42. Dann kriegen wir eine schöne Ritze. Endlich eine schöne Ritze. Kannst du auch so nehmen zum Basteln. Ich bastel selten. Ja, aber hinterher vielleicht mit dem Kind oder... Jo, hier Morla. Hier hast du ein Skalpell. Geh mal basteln oder wie? Ja, so Bilder ausschnitzen und ja. Sowas haben wir früher meine Mama gerne gemacht, immer. Aber mit einem richtigen Skalpell? Ja, was denn? Mit einem stumpfen Brotmesser? Ich habe nie mit einem Skalpell gebastelt. So, Bernd, bitteschön. Hier ist das Skalpell. Ja, die war ja immer dabei. Ist ja nicht weggegangen. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Ist das schon nicht schmeidig, was meinst du? Nein, der hat noch so Klumpis drin. Da musst du noch eine Stunde mindestens kneten. Ja, am Arsch, dann nur Klumpenbrötchen. Mach einfach das ganze Ding aufs Backblech. Brot. Fertig. War einfacher. Bin gespannt, wie die schmecken. Das ist ein neues Rezept. Ja. Der Bernd sagt, meine sind immer zu mächtig. Hier gibt es auch Mohn und Sesam. Für die Mohn- und Sesambrötchen. Wir könnten auch noch Kürbiskerne machen. Ja. Oder mal hier ganz neu Kaffeebohne. Brötchen, Kaffeebohne. Kaffeebohne. Mhm. Prost, Molly. Hier. Hey. Immer interessant. Immer. Die ist halt interessant. Ja, sie mag so Kontraste total, ne? Bist du die Kontrastmorla? Die Kontrast-Ilse. Ach, ich wollte euch die Brötchen zeigen, die Bernd gemacht hat. Die müssen noch gehen, ne? Wie lange müssen die noch gehen? Noch gehen, bis der Wecker klingelt und dann noch 15 Minuten. Dann nochmal? Oh je. Ja, schon. Die 15 Minuten muss den Backofen noch vorheizen. Okay. Ich bin gespannt, wie die aussehen, wenn die gebacken sind. Brötlis. Was denn? Nichts. Bernd sagt, die sind knusprig und die sehen von innen gut aus. Aber erst war er ein bisschen disappointed, ne? So enttäuscht, genau. Sagt er, wir bleiben bei Aufbackbrötchen. Aber die schmecken bestimmt lecker. Wir testen das jetzt für euch. Im Hintergrund läuft Deep Blue Sea. Der erste Teil, denn der dritte Teil ist rausgekommen und dann wollten wir den heute schauen und weil wir 22 Jahre lang den ersten Teil nicht mehr geguckt haben, versuchen wir alle drei Teile heute zu gucken. Ein Versuch. Ja. Okay, und jetzt Test des Brötchens. Neues Rezept. Wenn die schmecken, teilen wir das Rezept. Wenn die nicht schmecken, auch. Fast alles teilen wir mit euch. Alles. Die riechen gut. Mein Rezept, meine Brötchen, die ich immer backe, die schmecken ein bisschen wie Knack- und Backbrötchen, finde ich. Die habe ich noch nie gemocht, sag mal. Habe ich eigentlich noch nie gemocht. Aber meine Brötchen hast du immer gesagt, die sind lecker. Kann man essen, aber die sind sehr mächtig, habe ich immer gesagt. Ja, die sind fluffiger. Das Innere. Du kannst das auch bald probieren, ne? Dauert nicht mehr lange. So, jetzt erzähl. Nein, die schmecken gut. Das Innere schmeckt sehr gut und die sind knusprig. Ich mach die her. Man kann, also das ist jetzt die Hälfte von dem Teig.
Die andere Hälfte machen wir heute Abend Pizza von, ne? Haben wir gesagt, nochmal Pizza. Perfekt. Aber man kann die auch backen und einfrieren, so steht es in dem Rezept. Das versuchen wir dann nächste Woche. Genau. Die schmecken sehr gut, auch wenn sie nicht so aussehen. Die schmecken besser, als sie aussehen. Besser als die Knackenback. Ja, genau. Vielleicht sind die von dir auch besser, wenn man Dampfbad da unten reinmacht. Habe ich doch immer reingemacht, ja. Dampfbad. Ja. Ach so, ja, erst verstecke ich ihn und er muss den suchen. Wir zeigen jetzt dem Block, was wir spielen. Warte. Er muss jetzt da warten und ich verstecke sein Spielzeug. Hier, irgendwo. Wo verstecke ich es denn? Nicht zu schwierig, aber auch nicht zu einfach. Er muss warten, bis er das Zeichen bekommt. Okay, such! Super, bring ihn fein. Oh, wo ist er? Kriegst ihn raus? Ja, super, bring ihn fein. Toll. Okay, vorbeigerannt. Aber er hat ihn gefunden. Das spielt der Smurfy total gerne. Nochmal? Komm her. Super. Er kam zu dir damit. Super. Sag mal, heute ist schlechtes Wetter. Ne? Wir waren gerade nur eine kleine Runde. Ja, der Bernd. Der Bernd trägt die Morli. Die ist eingeschlafen, macht jetzt ihren 3 Stunden Mittagsschlaf und sobald man sich hinsetzt, wird sie wach. Wie ist das? Wieder gefurzt. Damit alle sehen, sie kann atmen. Da nicht, atmet die, sie durch. Pass auf, nicht, dass die Geräusche stören. Okay, Smurfy, ab auf deinen Platz. Ab auf deinen Platz. Dann machen wir das Video. Sitz. Oder warte. Warte. Na, muss man immer erfinderisch sein, mal eine andere Stelle. Ich wollte den Vlog nur noch beenden. Es ist schon der nächste Tag und ich habe es gestern irgendwie total verpeilt, wie schon so oft, diesen Vlog zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.